Keiner kann verstehen, was ich so Tag für Tag erleid. Denn wer für launig Herrn singt, ist schnell dem Tod. Wir haben ein bisschen baden hier. Füße abwaschen. Weil wir gerade zu viel rumgehen. So, wo geht er jetzt hin? Ja, wo gehst du hin? Rechts oder links? Links, so. Boah! Wie viele? Gotteslob, ihr Frauen und Kinder, ziehen ein ins Himmelreich. Gott euch ehret, mächtige Herren, auch wie heißet ihr doch gleich. Passt alles. 3 von 4? Achso, 4 von 4. Okay, passt alles. Suikatsche! Suikatsche! Räumt diesen Hof! Cesare Süleyman, Entdeckung! Linker her! Ezio! Boah! Hallo, beweg dich! Ich bin erleichtert, euch wiederzusehen. Mio bel menestrello. Habe ich das richtig gesagt? Gut genug. Ich hörte, dass ihr auch Gouverneur seid. Gibt es etwas, das ihr nicht tut? Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Süleyman. Ezio Auditore. Cesadem, wurdet ihr verletzt? Wer ist euer Hauptmann, Soldat? Tarek Baletti. Er ist zurzeit unterwegs. Beseitigt die Leiche und schickt die Gäste heim. Und dann ruft Tarek zum Divan. Was ist denn ich, Cesadem? Tarek Baletti ist ein Hauptmann des Janitscharen-Korps, der Elitetruppe des Sultans. Sie bewachen den Sultan, aber nicht die Familie? Nicht sehr gut, offenbar. Ezio, könnt ihr etwas Zeit erübrigen? Ich würde gerne eure Meinung hören. Das geht, sobald ich diese Kleider los bin. Güzel, kommt, wenn ihr soweit seid. Cool, da haben wir auch mal einen Freund, den wir gerade das Leben gerettet haben. Und unser blinkender Streifen ist auch mal wieder da. So. Klar, in der Kleidung fühlt man sich natürlich viel wohler. Wo müssen wir überhaupt hin? Einfach den Typen nachgehen oder was? Oder wie oder wo? Achso, okay. Zu dem Ausrufezeichen rennen am besten. Ich bräuchte mal... eine Bank, damit ich das ganze Geld abheben kann. Wir haben nämlich gerade schon wieder 7000 oder so. Wie komme ich da? Da. Hier ist irgendwie gerade alles rot, das finde ich nicht gut. Wachen. Okay. So. Da wären wir auch schon. Oder? Ja. Ich arrangierte ein Treffen mit meinem Onkel Ahmed und dem Janitscharen-Hauptmann Tarek Baletti. Die Janitscharen sind meinem Großvater treu, aber sie sind recht erbost über seine Wahl für den nächsten Sultan. Euer Onkel? Genau, die Janitscharen bevorzugen meinen Vater Selim. Eine heikle Situation. Aber wie passen die Byzantiner ins Bild? Ich hatte gehofft, ihr wüsstet es. Könntet ihr mir helfen, es herauszufinden? Das versuche ich ohnehin. Ich kann euch helfen, solange unsere Interessen sich kreuzen. Ich nehme, was ich kriegen kann. Es gibt eine Luke auf der Spitze dieses Turms, die zu einer geheimen Kammer führt. Geht dorthin, wartet und beobachtet. So ein Zufall, da wollten wir ja irgendwie hin, oder? So, nicht entdeckt werden, okay. Mal schauen, ob wir das schaffen.
Ah, so viele Leute. Das war gerade dumm. Okay, die bleiben stehen. Das ist gut. Hallo, willst du nicht vielleicht mal darüber gehen? Hier so? Ach, Alter, was soll der Scheiß? Also ich weiß nicht, irgendwie finde ich die Steuerung ein bisschen anders, also ein bisschen scheißiger in Revelations. Ah, das ist die Luke, oder? Ja. Hört auf meinen Neffen, Tariq. Eure Inkompetenz grenzt an Verrat. Allein der Gedanke, dass eure Janitscharen heute von einem italienischen Lautenspieler bezwungen wurden. Unerhört. Ein unverzeihlicher Fehler, Effendim. Ich werde das umfassend untersuchen. Ich werde die Untersuchung führen, Tariq. Aus wohl offensichtlichen Gründen. Evet, Shehzadem. Ihr besitzt eures Vaters Weisheit. Und seine Ungeduld. Onkel, wie gut, euch unversehrt zu sehen. Sei gegrüßt, Süleyman. Alaha emanet olun. Tariq Bey, auf ein Wort. Was wohl der Zweck dieses Angriffs gewesen sein mag? Mich schwach aussehen zu lassen? Wie einen unfähigen Stadtvogt? Wenn ihr eure Hand im Spiel hattet, Tariq, habt ihr einen schweren Fehler begangen. Mein Vater hat mich als nächsten Sultan erwählt. Nicht meinen Bruder. Ahmed. Ich bin außerstande, mir den Verrat, den ihr mir vorwerft, nur vorzustellen. Was habe ich getan, dass mich die Janitscharen gering schätzen? Was tat mein Bruder für euch, das ich nicht tat? Darf ich offen sprechen? Aber bitte. Ihr seid schwach, Ahmed. Zu nachdenklichen Kriegszeiten und zu unstet im Frieden. Euch fehlt die Leidenschaft für die Traditionen der Ghazi. Ihr sprecht von Brüdern in der Gesellschaft Ungläubiger. Ihr werdet ein guter Philosoph, Ahmed. Aber wohl kein guter Sultan. Ihr findet allein hinaus. Eine nette Ach, Familie. Ja. Eurem Onkel mangelt es an Einfluss über jene, die er bald kommandiert. Tariq ist ein harter Mann. Stolz und fähig, aber ehrgeizig. Und er bewundert meinen Vater sehr. Doch gelang es ihm nicht, diesen Palast vor den Byzantinern zu schützen. Das erfordert unsere Aufmerksamkeit. Allerdings. Wo sollen wir anfangen? Behaltet Tariq und seine Janitscharen im Auge. Sie verbringen einen Großteil ihrer Zeit im und um den Bazar. Ich sehe mich dort um, wenn ich Zeit habe. Okay, cool. Das ist gleichzeitig ein Aussichtspunkt, deswegen klettern wir einfach mal da hoch. Da gleich zwei fliegen mit einer Klatsche hier. V. Okay. So, wo als nächstes hin? Das ist hier die Frage. Da jedenfalls nicht. Komme ich da nicht hoch? Hey, bist du noch bei Trost? Vielleicht sollte ich einfach mal wieder zu einem Buch rennen. Warum komme ich hier nirgends hoch? Was soll der Scheiß? So. Meine Truhe, die wir natürlich gleich mitnehmen. Da. So, was ist das Buch eigentlich? Wo ist denn das? Da. Sophia Erinnerung. Ja gut, dann gehen wir mal dahin, würde ich sagen. Auf dem Weg finden wir vielleicht eine Bank oder Assassinen oder irgendwas vielleicht.
Frage ist jetzt nur, wie komme ich hier wieder raus? Da hoch vielleicht. Ah. Praktisch. Sehr praktisch. So, dann hier lang. Gott. Sollen wir den Aussichtspunkt auch gleich mitnehmen? Ja, komm. Wenn wir gerade dabei sind, ein bisschen Stadt erkunden hier. Insgesamt 1 Kilometer klettern. Cool. So geht's viel schneller irgendwie. Spring doch nach oben, Junge. So. Boah, ist das hoch. Heilige Scheiße. Ich glaube, das ist so ziemlich der höchste Punkt hier überall. Oder? Ja, der ist genauso hoch, aber. Ja, das ist so ziemlich der höchste Punkt. Hoffentlich treffen wir den Heuhaufen, wenn nicht, dann sind wir gearscht. So. Ich würde gerne mal irgendwie eine Bank finden oder so. Warte, ich schau mal schnell auf die Karte, damit wir auch 100 Pro bei einer Bank vorbeirennen. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da runter. Cool, da ist nirgends eine Bank in der Nähe. Ah doch, da ist eine. Ja, rennen wir da schnell hin. Da wollte ich nicht hochrennen. Wir sollten auch unbedingt mal wieder in ein Assassinenfeste gehen und da unsere Assassinen upgraden, beziehungsweise wieder auf Reisen schicken. So, wo ist die Bank? Wo ist die Bank? Wo ist die Bank? Warte.